Moin und herzlich willkommen hier zu der ersten Runde Bed Wars auf meinem Kanal. Und wir haben auch gleich in der Runde schon einen Mod drin und zwei Premiums. Ich bin mal gespannt, ob ich noch gekickt werde, weil das machen die ganz gerne, dass die Premiums in letzter Sekunde reinjoinen. Wir spielen jetzt eine Runde Rush, weil die Map, finde ich, immer recht schnell geht. Ja, mein Rekord liegt auch bei 4 Minuten, also so schnell leider nicht. Das ist eine Map mit zwei Teams, jeweils 4 Leute. Und wer Bed Wars nicht kennt, es geht darum, das gegnerische Bett zu zerstören und dann das Team auszuschalten. Weil solange man ein Bett hat, kann man wieder neu spawnen. Und ja, wie gesagt, wenn das Bett dann weg ist, dann können natürlich die Leute nicht mehr spawnen. Und dadurch sind sie dann tot. Recht simpler Modus, aber ich spiele es auch total gerne. Mal gucken, ob diese Runde was wird. Ich bin da echt gespannt drauf. Es kann auch sein, dass das jetzt ein totales Chaos wird. Weil wir haben es auch schon recht spät abends. Deswegen ging das gerade so einfach mit dem Joinen. Wir haben es jetzt bei mir 1:15. Es ist eigentlich eine recht schöne Zeit. Weil man dann immer in eine Runde reinkommt, selbst wenn man kein Premium ist. Und die Leute sind ein bisschen gechillter. Sind lockerer drauf. Haben weniger... ja, sind nicht ganz so blöd drauf. Weil man hat manchmal auch mittags ganz schöne Spielverderber. Und dann kann man ja nichts machen. Ist halt so. Aber jetzt ist das ja ganz schön. Der baut sich da unten einfach weiter. Genau, der läuft da mal lang. Und ich kicke den hier runter. Wenn ich es schaffe. Komm, geh runter. Gut. Weil sonst hätte der sich jetzt auch zu uns durchgebaut. Und das wäre natürlich auch nicht gut gewesen. Also versuche ich jetzt hier irgendwas zu reißen. Er denkt jetzt natürlich, ich bin hinter ihm, glaube ich. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Egal, das haben wir trotzdem recht gut gemacht. Wir dürfen jetzt natürlich ja, nicht nachgeben. So, ich brauche noch einen Bronze. Ja, komm, jetzt gib mir einen Bronze. Das hält mich manchmal auch auf, ne? Die Typen, die hier 5 Stunden lang sammeln und man einfach selber nichts kriegt. Man will einfach nur eine Spitzhacke haben und rushen. Und die krippen sich erstmal 5 Jahre zu Tode. Das ist... Ja, komm, geh du vor. Gut. Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht. Wir sind Team 1. Ja, keine Ahnung, ob die Leute hier gut sind oder nicht. In letzter Zeit habe ich es auch recht selten gespielt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Einfach dadurch, dass immer die ganzen Leute... Ja! Ich habe es noch kurz zerstört bekommen. Entschuldigung, dass ich jetzt so laut geworden bin. Aber ich freue mich einfach jedes Mal zu Tode, wenn ich das schaffe. Weil das war jetzt auch echt ein cooler Move. Der wollte mich töten, hat's nicht geschafft. Ich habe ihn stattdessen genau in diese Lücke geschlagen. Echt genial. Mal gucken, ob wir das jetzt noch so easy hinkriegen oder ob sie jetzt das große Problem machen. Weil es ist auch manchmal so, dass sie jetzt total die Spielverderber werden. Ah, und? Einer ist noch mit runtergefallen. Das ist doch gut. Aber das macht einfach richtig Spaß, wenn man irgendwie ein recht gutes Team hat. Weil wir haben jetzt ja relativ Hand in Hand gearbeitet. Ja. Und dadurch geht das natürlich. Ich habe jetzt natürlich keine Blöcke da, das ist das Problem. Der versucht jetzt natürlich unser Bett zu snacken, was wir natürlich nicht wollen. Ja, könnt ihr mal was machen? Ach, Leute. Ja, das war klar. Moment. So, ich stelle mich mal hier aufs Bett drauf. Einfach, damit er jetzt nicht runterjumpen kann, wie er es gerade vorhat. Ja, jetzt schießt er mit dem Bogen drauf. Ah, und jetzt ist die Runde auch schon vorbei. Gut, das war's von einer kleinen, süßen Runde Bed Wars. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und
Auf Wiedersehen.